Ja, hallo liebe Camping- und Wohnmobilfreunde, hier sind wieder die Barbara und der Frank von Up and Down Vanlife. Ja, und wir sind hier auf dem Weg, ihr habt die Bilder ja gesehen, leichter Schneefall. Wir sind übrigens gefahren durch die Eifel, fahren wir gerade hier bei Blankenheim, Dahlemer Binz, Richtung Trier, Luxemburg fahren wir gerade. Und zwar geht es nach Saarburg. Auf den Stellplatz, wie heißt der genau? Ist doch einfach ein Wohnmobilpark. Wohnmobilpark Saarburg. Genau, an der Saar drin, genau. Ja. Und dann wollen wir noch auf einen anderen Platz, aber hängt noch ein bisschen vom Wetter ab. Aber heute ist wirklich, ja, ihr seht, ihr habt es ja gerade gesehen, nicht der Burner. Nicht mein Wetter. Ja, wir haben 1 Grad. Und ja, auf jeden Fall stellen wir euch auch Saarburg und den Stellplatz vor. 15? Ja, was haben wir heute? 16. Ja. Sonntag, den 16. Nach 1,6 Meter. Jetzt quatscht das Navi gerade. Genau. Aber am Montag und Dienstag soll besser werden, sonst wären wir gar nicht gefahren. Dann wollen wir auch eine schöne Wanderung eigentlich machen. Ja, da müssen wir mal gucken. Und frei stehen dann auf dem Parkplatz sitzen. Genau, aber dazu später aber wie mehr. Gesagt, da müssen wir erstmal schauen, ob es klappt. Ja. Und ja, wenn wir dann da angekommen sind, dann schalte ich die Kamera wieder ein. The Fog, Nebel des Grauens. Ja. In den Hauptrollen. Oh. Also definitiv nicht meine Jahreszeit. Nee. Immer wieder. Stimmt, dieser Konzert. Du machst einen Schock nach dem anderen, weißt du was? Oh, oh. Habt ihr gesehen? Gerade der Schnee runtergekommen. Und gerade als einer fast die Kurve genommen hier, also es war schon ziemlich eng, muss ich sagen. Ja, du hast nicht die Kurve genommen, der hat uns fast gerammt. Der gerammt. Auf der schmalen Straße, ja, kam der mit so einem 3er genau. BMW an, richtig, die von Berserker. Und die wird jetzt noch schmaler, die Straße, Frank. Der ist ganz stark hier. Bist du sicher, dass das für unsere Auto ausgelegt ist hier? Nee, nicht wirklich. Jetzt kommt auch noch einer, das war wieder klar. Ich glaube, oder so ein großer jetzt, ja. Steht der Wetter stehen hier? Ich fasse nicht. Das passt nicht. Nee, bei mir geht noch. Boah. Habt ihr es gesehen? Was müssen wir jetzt? Alter Schnee. Wo sind wir jetzt hier wieder gelandet? Da kommt schon wieder einer entgegen. Was soll ich jetzt machen? Und der soll da unten warten. Der sieht doch, wie er jetzt hier runterkommt. Da kann er doch mal eben warten, oder? Aber hier war doch keine Beschränkung, oder? Nee, hier war keine Beschränkung. Ich dachte, der kommt um die Ecke. Hat er uns nicht gesehen? Was weiß ich? Schüttel die anderen im Kopf. Hier kannst du fahren. Guck mal rechts. Hier ist frei, kannst du. Ja, ja, geht. Bei mir geht hier. Geh fahr. Ich glaube, der Fahrzeug ihrer Größe ist hat hier gesperrt. Wir sind gerade schon überlegen genau, gewesen. Das Navi führt uns hier so. Genau. Ich habe mich schon gewundert. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen, aber... Navi hat das nichts gesagt und wir haben uns schon gewundert. Warum das so schmal ist hier auf einmal? Ja, ja, ja. Wir kommen an einer Ja, ja, das passt. Ja, ich hoffe, passt. Das ist gleich zu Ende da. Ja, ja. Ja. An der Brücke ist gut. Okay. Ja, der zeigt auch schon wieder hier. Irgendwie scheint er wohl für unsere Größe nicht geeignet. Die Frau hat uns das gerade erzählt. Ja. Aber die Barbara hat mich hier navigiert. Im Moment, der Navi hat uns so geführt, ne? Ja, wir haben am Navi... Scheiß, ich habe wirklich irgendwie... So eine Scheiße, ehrlich jetzt. Der Hebel ist jetzt ein bisschen breiter wieder zum Glück. Ja. Aber es scheint ja doch viel beschwerend zu sein, die Straße, ne?
Ja, ist ja klar, weil wir jetzt hier lang gefahren sind. Sonst wäre hier keiner gekommen. Nee. Oh Mann, ey. Was soll ich dazu sagen jetzt? Vielleicht müssen wir beim Navi hier nochmal anders eintippen. Hier. Ich glaube auch, ja. Könnte sein, dass ein Navi, dass wir da nicht 3,5 Tonnen. Ich habe da auch noch nichts eingestellt bis jetzt. Nee. Jetzt, wo wir dieses Video aufnehmen, stehen wir an der Mosel, aber wir haben die Ansage für die Saar vergessen. Ja, genau, die machen wir jetzt. Ja. Und zwar waren wir ja an dem Campingplatz in Saarburg, mhm. Stellplatz. Und jetzt kommen da die Bilder vom Stellplatz, von unserer Wanderung, die ist sehr empfehlenswert. Panoramawanderweg über den Dächern von Saarburg. Auf den Wasberg geht's da. Mhm. Und Altstadt durch. Genau, durch die Altstadt durch. Venedig waren wir auch. Klein Venedig. Ja. Ja. Genau. Sehr schön da gewesen, ja. Wunderbar. Ja. Ich hoffe, das hat euch da, unser Beitrag da zu dem Stellplatz hat euch gefallen. Du hast dich auch kurz mit dem Inhaber, glaube ich, unterhalten, ne? Ja, der kam dann auch vorbei, wo meine Drohne in der Luft war. Im Sommer sieht natürlich alles ein bisschen schöner aus, im blauen Himmel, ist klar. Wir haben jetzt auch Januar, ein bisschen trübes Wetter, genau. Aber man will ja trotzdem nicht zu Hause nur hocken und ansonsten war es ja relativ trocken. Genau. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare, wenn ihr auch schon mal hier wart oder ob ihr vielleicht mal hinfahren wollt. Ansonsten würde ich sagen, sind wir beiden Hübschen? Nee, das war jetzt die Ansage. Du bist jetzt schon wieder am Schluss? Wir sind ein bisschen durcheinander gekommen. Entschuldigung. Das war jetzt die Ansage von dem Video. Was? Saarburg, die Ansage. Ach, aber die Ansage. Okay, aber dann machen wir die Absage direkt hinterher. Ach so, ja genau. Okay, also nachdem ihr alles gesehen habt, dann... nachdem ihr alles gesehen habt... Kommt jetzt unser Schluss. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Genau. Und Kanal abonnieren nicht vergessen. Kostet nichts und tut nicht weh. Genau. Und wir freuen uns. Und ich würde sagen, wir beiden Hübschen. Sind jetzt raus. Ciao. Macht's gut.
Straße machen. Ja, wir sind hier auf dem Panoramaweg und hier kann man ganz gut auch bei dem Wetter jetzt erkennen, welche Sehenswürdigkeiten man hat, noch besuchen möchte und so weiter. Also wir können auf jeden Fall hier die Nummer 11 Buttermark empfehlen. Dann im Sommer natürlich das Schwimmbad, die Burg sowieso. Aber macht euch am besten selber ein Bild davon. Und wenn auch die Reben blühen. Jetzt ist alles ziemlich kahl hier und kalt. Also die Wanderung ist super, circa 8 Kilometer lang vom Campingplatz aus. Geht dann über diese Altstadtbrücke, dann Tunnel vorbei, hier hoch auf den Wasberg an der Sommerrodelbahn entlang. Und Sessellift, den quert ihr auch. Kann man natürlich auch nehmen, aber der fährt ja jetzt nicht, man kann auch hochlaufen. Durch den Landeipark zurück, durch die Weinberge. Jetzt müssten gleich auch noch so ein paar Leitern kommen. Wenn man die Tour dann andersrum geht, dann muss man natürlich die Leitern hochlaufen. Aber irgendwie muss man ja sowieso hochkommen. Straße oder Weg ist egal, oder Leiter ist egal. Ich glaube, ich knapp 250, 300 Höhenmeter so um den Dreh. Ja, aber mindestens, ne? Mit allem zusammen, ja. Und wir kommen gleich auch in der Altstadt aus. Wirklich toll. Tolle Aussichten hat man hier von allen Seiten. Also muss man sich nur noch den blauen Himmel und die Reben mit Blättern vorstellen. Also, und wenn mal einer von euch Rocky spielen möchte, der kann die Treppe hier ein paar Mal. Philadelphia war das. Ja, ist doch egal. Hier sind wir in Saarburg. Treppe ein bisschen hoch und runter laufen. Ja, hier geht's wieder zurück. Für die Oberschenkel. Genau. Und durch den Tunnel da unten, dann kommst du zur Altstadt. Da sind wir ja vorhin auch durchgelaufen. Wir laufen jetzt die Treppe runter. Und da ganz hinten, wo die Autos fahren, hinter der Brücke, ich weiß nicht, ob man mit der Kamera jetzt da das weiße Wohnmobil da hinten sieht. Bevor da das Gewerbegebiet anfängt, da ist der Stellplatz. So, nach 2 Stunden, 17 Minuten Pause, da oben wird gleich auch fortsetzen, sind wir hier in Saarburg. Genau, und haben eine schöne Eisdiele entdeckt, Kaffee. Sitzen jetzt hier, können wir schon draußen sitzen, gleich am Wasserfall. Cappuccino, aber die Waffel, die kommt auch noch. Die Waffel kommt auch noch. Und da hinten ist der Wasserfall, den sieht man jetzt nicht. Genau, aber sehr schön auch draußen zu sitzen, ne? Hab ich ja schon gesagt gerade, ja. Total schön, ja. So, tschüss. Nach dem Waffelfuttern geht es jetzt zurück zum Platz. Und ja, aber erst einmal gucken wir diese eine Kirche da, ne, mit der Krippe, ob wir dann noch. Ach so, ja, und jetzt? Und hier ist übrigens Klein-Venedig. Da sind ganz viele kleine Brücken. Wie? Klein? Klein-Venedig. Klein-Venedig. Ja. Klein-Venedig. Und die Reste vom Tannenbaum, da stand bestimmt irgendwo ein Weihnachtsbaum. Sah bestimmt klasse aus. Jo. Und da waren wir drin. Eiscafé Cassata oder so ähnlich. So. Wir sind jetzt hier an der Kirche. Da ist die Saarburg. St. Laurentius heißt sie. Genau, da ist die Brücke, wo man drüber läuft. Und da ist der Weg auf der anderen Saarseite. Da hin unter der Brücke durch. Dahinter ist dann gleich um 200, 300 Meter der Campingplatz. Man läuft also hier an der Saar entlang, kann man wunderschön sehen. Und was dann da, wo der Fahrradfahrer ist, da hinten geht es dann über die Brücke. Ja, und dann ist man da schon praktisch in der Altstadt. Und hier unter uns ist... Zeigen wir euch gleich. Zeigen wir euch gleich, ja, wenn wir da hinkommen. Genau. So, da ist wie gesagt der Weg. Da ist die Brücke. Da oben auf dem, da waren wir vorhin, wo wir gerade gefilmt haben, auf dem Podest von der Kirche. Und das wollten wir euch zeigen. Da ist dann hier, ja, also da sind die Heiligen Drei Könige. Wo, oh, da liegt einer. Oh. Woran hattet ihr liegen? Was? Da gehen wir eben hin. Musst du da hoch. Stell du den doch auf. Ja gut. Ich bin der Balthasar und ich stelle den anderen, wie heißt der nochmal?
Einer von den dreien auf jeden Fall. Ist der Retter der Heiligen Drei Könige? Nein, der Frank stellt ihn auf. Wahrscheinlich ist er, kann ja ein Tier gewesen sein die Nacht, dass die Figur umgefallen ist. Und jetzt stellen wir die wieder auf. Ist sie umgekippt, ne? Geht nicht? Bleib nicht stehen? Nicht wirklich. Ja, zumindest besser als wenn er liegt. Ja, genau. Stimmt. Ich bin wieder weg. Ja, jetzt sind wir wieder auf der anderen Seite von der Saar. Campingplatz. Von da hinten sind wir gekommen gerade. Da hat der Frank einen der Heiligen Drei Könige gerettet, also wieder aufrecht gestellt. Da oben waren wir auch. Hier über die Altstadtbrücke zurück. Und ein Schwenk nach oben. Tatsächlich, guck mal, ein bisschen blauer Himmel. Hallo, hat den Schirm noch in der Hand. Ich hoffe, die brauche ich morgen nicht mehr. Wir versuchen jetzt irgendwie ein Restaurant zu finden heute Abend. Ich will schon irgendwas aufhaben. Wir sind jetzt 10 Minuten vom Campingplatz aus gelaufen, an der Saar entlang. Sind hier auf der Altstadtbrücke. Ja, und wenn Frank einmal rumschwenkt, dann sieht das schön aus. Die Saarburg? Genau.